Hallo, liebe Modellbahnfreunde. Nun habe ich wieder ein neues Projekt, aber es ist nicht die 44 Kohlenstaub, wie die jetzt hier vorne steht. Das ist jetzt nur ein Modell, was ich eigentlich habe, und es folgt jetzt eine zweite. Das ist eine 52 Kohlenstaub auf Glyzoldbasis. Die möchte ich mir umbauen, und dazu habe ich schon einige Teile mir besorgt. Ich schiebe die mal die 44 etwas zurück. Wie man sie ja sehen kann, die ist ja auch mit einem Einkammer Wandtender ausgerüstet. Und die will ich ja jetzt auch machen mit einer 52. Und hier habe ich mal ein Foto, habe ich mir mal ausgedruckt. Und so soll die ja dann aussehen. Und da eignet sich die 52er von Gützold sehr gut. Da gibt es ja schon das Basismodell. Da gibt es ja auch das ganze Fahrwerk hier schon komplett. Auch der Glockkessel gibt es ja auch alles von Gützold schon. Nur, dass es einige Umbauten am Kessel geschehen muss. Das ist ja so wie hier die. Eine zusätzliche Luftpumpe muss noch eingebaut werden. Auch am Führerhaus muss etwas geändert werden. Das zeige ich mal auf dem zweiten. Hier kann man das ja sehen. Hier ist ja die Luftpumpe, die muss zusätzlich eingebaut werden. Und hier ist ja das Führerhaus. Das kann man auch nehmen von Gützold. Nur ist ja bei der Gützold 52 ist das ja hier alles verschlossen. Und das muss aufgetrennt werden, die Tür, die muss ja raus. Und auch die hinten die Rückwand, die muss natürlich auch sauber ausgefräst werden, alles. Nur so, dass das Führerhaus mit das überstehende Dach auch stehen bleibt. Auch ist bei der 52 hier oben ja auch von der Gützold-Lok. Die Dachluke, die muss ja auch muss weg. Da kommt ja dann auch nur so ein Gitter hin, und eventuell mache ich auch oben nur eine Abdeckplatte rein. Aber so wie das hier ist. Und dann die Dachhaken, die sollen ja auch mit rein. So, dann werde ich mal nun das Modell mal zeigen, um was sich das hier nun geht. Ich habe ja natürlich auch einen Post bekommen, und wie man ja auch sehen kann, habe ich mir da schon raufgeschrieben, weil hier die ganzen Teile drin sind für die 52.9900-3. Und hier werde ich jetzt mal auspacken. Bis gleich. Ja, und hier habe ich nun mal die 52. Das ist ein ehemaliges 52 707 in der Deutschen Reichsbahn, wie sie bei Gützold natürlich auch gibt. Einige Teile fehlen ja hier noch, und die sind aber nachbestellt. Und wie ich ja auch auf dem Foto gezeigt hatte, muss ja diese Dachluke, die muss ja weg. Und hier kommt dann eine normale Verschluss oben drauf und dann eben ein Dachgitter. Und hier kommen dann nochmal Dachhaken rein auf beiden Seiten. Wie ja hier auch schon angekündigt ist, muss hier eine Luftpumpe hin. Und einige Leitungen, die müssen ja auch noch angebaut werden, und Ventile noch. Dann kommen ja hier auch noch die Windleitbleche. Die sind auch schon bestellt.
Auch soll ein drittes Spitzensignal soll hier auch positioniert werden. Und nun ist das ja das mit dem Führerhaus. Ne. Was ich ja gesagt hatte, weil das Führerhaus muss ja hier hinten schön sauber ausgetrennt werden, weil das ist ja ein anderes Führerhaus, wo hinten das ja offen ist. Und auch hier so an der Tür lang muss das auch sauber ausgetrennt werden, weil dieses Stück muss hier nämlich stehen bleiben. Das brauche ich nämlich noch. Aber das muss alles schön ausgetrennt werden, um dann den Tender mit der Rückwand anzuschließen. Ach so, und aus dem kommt ja noch auf der anderen Seite, ist ja auch noch, wie man ja hier sehen kann, ist die Luftpumpe ja schon da. Hier kommt ja noch ein Luftkessel hin, der muss auch noch eingebaut werden. Und eventuell muss ich mal gucken, ob es auch sowas gegeben hat bei der 52er mit der Betriebsnummer, die ich gerne haben möchte, ob es hier auch ein Schneeräumer gab. Da muss ich dann mal nachschauen, auch Fotos mal, wie das ausgesehen hat. Ja, was hier soll hier eigentlich noch rein? Es soll hier auch ein Zimo-Decoder eingebaut werden. Ich habe hier schon mal ein. Das ist ein MS-450. Und der soll aber denn hier oben und soll da drin liegen. Das ist ganz gut, das kriegt man in den Gewicht platziert. Und es sollen zwei Lautsprecher, die kommen hier vorne rein, in der Rauchkammertür von 13 mal 18, werden die hier reingeschoben. Ich habe hier auch schon mal das Ballastgewicht. Wie man sehen kann, habe ich hier schon mal angezeichnet. Das muss hier rausgeschnitten werden, dieses Ende hier. Und hier oben wird dann nachher der Decoder eingeschoben. Der liegt dann nachher so, liegt da drinne. Das Kesselgewicht, ich halte das mal so hin, damit man das ein bisschen sehen kann. Der Decoder wird hier oben nachher reingeschoben. Und hier wird ja dann nachher etwas gekürzt. Ich muss das ungefähr bis hier kürzen. Bis dahin. Und dann passen zwei Lautsprecher rein von 13 mal 18. Die passen rein. Denn dazu brauche ich ungefähr so 40 mm Platz. Und die habe ich ja dann hier vorne circa bis hier hin. Das habe ich. Und das passt dann rein. So, das ist ja nun das Lokfahrgestell. Das schiebe ich mal hin. Also hier ist jetzt noch kein Gewicht drin. Wie man ja auch sehen, habe ich ja eben ausgebaut gehabt und lässt sich schon sehr leicht schieben. Das ist erstmal schon mal sehr gut. Das nächste ist, was ich jetzt hier habe, das ist mein Wandtender. Hier habe ich damit, habe ich schon mal angefangen. Und das ist ein Wandtender mit Maschima-Motor. Und hier sind einige Fräsarbeiten zu machen. Das werde ich jetzt mal zeigen, wo überall gefräst werden muss, um das Fahrwerk sauber zusammenzukriegen. Weil es ist auch mit der Platine, da muss auch was ausgeschliffen werden. Und das zeige ich nun mal. Dazu brauche ich mal kurz den Hinnen. Ich habe hier auch noch nichts weiter zusammengeschraubt. Das kann man ja hier nur abnehmen. Mal gucken. So. Das ist ja nun das Gehäuse von innen.
Hier ist natürlich auch zu beachten, dieses Gehäuse ist jetzt von einem Innenleben ausgebaut für das Fahrwerk der Gützold-Lok mit dem Bühlermotor. Also hier braucht nichts ausgefräst werden, gar nicht. Das passt alles perfekt drauf. Aber mit dem Mashima-Motor, so wie wir den jetzt hier haben, das ist der mit dem Mashima-Motor, muss in diesem Bereich, also hier, mal gucken, ob man das gut sehen kann, in diesem Bereich muss das richtig runtergeschliffen werden. Das ist wichtig, weil sonst passt das nicht rauf, dann liegt der Motor schief drinne und das Gehäuse sitzt übertrieben so drauf. Das passt nicht rauf. Des Weiteren ist bei den Fahrwerk ist ja hier diese Platine, sind ja diese beiden Knuppen hier, die müssen aus dem Fahrwerk auch aus dem Gehäuse, das ist einmal dieser hier, da einmal und da auch. Hier kann ruhig etwas größer ausgeschliffen werden, das geht ganz gut. Und hier sollte man auch ein klein wenig anschrägen, wegen die Kabel rausführen. Das muss nachher auch noch gemacht werden. So, für die Beleuchtung hinten sind ja hier schon mal zwei Laternen angedeutet. Die müssen natürlich durchbohrt werden. Und von Gützold gibt es so eine Lampeneinsätze. Die kann man da einsetzen und dann hat man schon seine Beleuchtung fertig. Auch soll ja hier auch ein Spitzensignal hin. Das habe ich auch schon, kommt jetzt auch demnächst, habe ich noch bestellt. Was jetzt noch angefertigt werden muss, was man selber bauen muss, das sind hinten hier die Einfüllstutzen für den Tender zu befüllen. Dann kommt hier noch die Auftrittsleiter, hier kommt noch ein Geländer rum. Das muss auch alles eingebaut oder sich bestellt werden und dann angebaut werden. Auch die Tritte, die hier sind. Und hier oben kommt ja auch noch so ein länglicher Tritt hin. Das muss man auch über entweder Weinerteile oder von Grottendorf bestellen. Hier fehlt mir ja natürlich noch die Tenderrückwand. Die kann man jetzt bestellen bei SEM-Modell. Da gibt es jetzt die Rückwand, gibt es jetzt auch einzeln zu bestellen. Das ist jetzt möglich. Da werden jetzt neue Abgüsse gemacht davon und die kann man auch bestellen. Ich habe mir da schon eine bestellt, das dauert aber noch ein bisschen. Ja, und so ist die denn als Dreikammern Kohlenstaubtender für die 52. Hier oben kommt natürlich auch rauf noch wieder diese drei Luken, die dritte, das habe ich alles liegen, ist das und das soll ja nun eingebaut werden. So, nun baue ich das mal wieder zusammen. Und das passt natürlich alles sehr gut. So wie es sein muss, ist überall ein glatter Abschluss hier unten. Das muss man nur noch ein klein wenig nach hinten schieben, so, zack, und dran. Kann man ja auch sehen, alles richtig schön verbaut. Ja, und dann soll die ja nachher daran, also der Tender schön schwer. Hier sind jetzt noch keine Haftreifen unter und lässt sich jetzt schon schwer schieben. So soll das ja denn nachher hin. Und wie ja schon gesagt, hier auf den Fotos, ich zeige noch mal kurz das Foto nochmal, ist ja hier, die Tür ist ja raus. Und hier ist ja die Tenderrückwand, was hier nachher hinkommt. Das ist die Tenderrückwand, kommt da nachher hin. Und das muss nachher raus, weil die Tenderrückwand wird bis hier hinten mit den Türen so reingehen. Das wird es dann nachher sein.
Ja, da habe ich nochmal ein schönes Projekt wieder vor mir. Es fehlen zwar noch einige Teile, aber es geht langsam voran und ich werde das jetzt vorbereiten für den Sound, für den Decoder-Einbau. Die Lautsprecher sind auch noch nicht da. Das werde ich aber auch schon alles vorbereiten und dann werde ich mich wieder melden. Ja, so sind denn nun zwei zwei Kohlenstaublokomotiven, die ich ja hier habe. Einmal von der 44 ist das und einmal jetzt die 52. Die sollte es ja normalerweise ja auch von Gützold geben, aber wann die Kohlenstaubversion von Gützold rauskommt, das kann natürlich keiner sagen. Das kann sich vielleicht noch um ein, zwei Jahre handeln, wenn die überhaupt da rauskommt. Und deswegen habe ich mir das jetzt mal vorgenommen und ich baue mir die jetzt selber um. Und auch werde ich jetzt demnächst auch Bericht über die 44er, habe ich ja schon einmal vorgestellt in einem Video. Und hier soll ja auch ein Decoder eingebaut werden. Nur muss der Decoder ja im Lokteil eingebaut werden, genauso wie die Lautsprecher, weil hier im Tender ist ja keine Luft. Das habe ich ja schon bei der 52er gezeigt, dass da also komplett ein ganzer Gusskörper ist. Ist das, ne? Und da ist es nicht möglich, was zu machen oder dann Sound einzubauen oder einen Decoder einzubauen. Des Weiteren habe ich ja noch ein Lokkessel. Also mein Stehkessel, ja hier sehen kann, der ist zwar nicht original von einer Kohlenstaublok, den habe ich glaube ich mal von einer 41er. Den habe ich so ein bisschen ein bisschen verfeinert noch. Muss aber den Kompromiss eingehen, weil es ja leider keinen Stehkessel gibt. Aber ich habe bis jetzt noch keinen gefunden, einen passenden für eine Kohlenstaublokomotive. Aber das sieht man ja sowieso nicht. Das ist nur so, wenn man jetzt im Fenster reinschaut, dass da auch ein Stehkessel drin ist. Den möchte ich dennoch gerne mit einbauen. Ja, liebe Modellbahnfreunde. Das war das jetzt mal wieder, was ich so vorhabe. Und ich hoffe, dass es euch wieder gefallen hat. Und wünsche noch einen schönen guten Tag. Bis es denn wieder weitergeht, werde ich wieder mich melden und ein weiteres Update geben von der 52 Kohlenstaub, auch von der 44 Kohlenstaub. Wegen Soundeinbau und den Umbau. Dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen guten Tag.